Wiederholungstäter, Routinier, Berliner oder Youngster? Wer holt den 56. Weißen Bären von Berlin? Aus rund 250 Degenfechtern am ersten Tag sind 64 Athleten übrig geblieben. Und die wollen alle hierhin, in den Kuppelsaal. Ab dem Viertelfinale wird ausschließlich an diesem historischen Ort gefochten. Die einmalige Architektur und die über 3000 Prismengläser begeistern auch die, die es nicht so weit geschafft haben. Ich habe vorhin schon ein paar Fechter von überall gesehen, die sich einfach hier nur fotografiert haben. Weil sie also, oh, hier waren wir ja noch nie, das müssen wir einfach mal ein Foto festhalten. Diese einmalige Atmosphäre wird auch Rico Braun als Zuschauer aufsaugen müssen. Gestern haben wir den Junioren-Mannschaftsweltmeister ein bisschen begleitet. Heute scheidet der 18-Jährige gegen den Schweizer Michael Kauter im Achtelfinale aus. Und auch aus einem Berliner Gewinner nach einem Vierteljahrhundert wird nichts. Letzter Hauptstädter, Toni Kneist, wird mit Platz 25 zumindest bester Berliner. Doch der wahre Sieg für den Mitorganisator vom Polizeisportverein, wohl das Bestehen der Mammutaufgabe, Weißer Bär. Wir haben die Fehler, die es beim Weißen Bären so sonst immer organisatorisch gab, alle ausgemerzt, zusammen mit Mario Freund, Dirk Röder und Dieter Bergmann. Das hat sowas von Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Und es hat super geklappt, alle sind begeistert. Zwischenfazit: Berliner raus, Youngster raus, Niklas Multerer drin. Als einziger Deutscher schafft er es in den Kuppelsaal und damit den Sprung ins Viertelfinale. Und da wartet Michael Kauter, der bereits Braun besiegte. Und auch gegen den deutschen Mannschaftsmeister wehrt der Eidgenosse zwei Matchpunkte ab. 14-14. Multerer mit dem Körpertreffer und dem Halbfinaleinzug. Der Saal erstmals am Toben. Diese Mauern haben übrigens schon so einige Sieger gesehen, auch olympische. 1936 wurde hier um Medaillen gefochten. 80 Jahre später wird an gleicher Stelle das Olympiajahr eingeleitet. Das ist auf jeden Fall für die Fechter recht wichtig. Es gibt zwar keine Punkte für die Olympiaquali, aber das ist auf jeden Fall, dadurch, dass es so super gut besetzt ist, eine wichtige Probe für am 21. in Heidenheim, der stattfindende Weltcup. Und da gibt es noch mal am vorletzten Mal Punkte für die Olympiaquali. Auch für Niklas Multerer, der im Halbfinale gegen den Vorjahreschamp Frederik van der Osten ran muss, ist das der erste Gradmesser im Olympischen 2016. Gegen den Dänen sieht das schon ganz vernünftig aus. 1-fix-3 und schon ist das Gefecht vorbei. 15-6 fertigt der Heidenheimer den dritten der europäischen U23-Rangliste ab. Auch der Wiederholungstäter damit raus. Und dann das Finale gegen den Tschechen Richard Pokorny. Dieses Gefecht wieder enger. Und wir springen in die Schlussphase. Multerer mit 2 Punkten zurück. 11-13 aus deutscher Sicht. Doch der 27-Jährige kämpft sich zurück und punktet 3-mal hintereinander. Der Kuppelsaal am Siedepunkt. Nun die Matchpunktchance. Genau hingeschaut. Doppeltreffer und Sieg. Die Lösung der Eingangsfrage ist damit klar. Der Routinier gewinnt den Weißen Bären der königlichen Porzellanmanufaktur. Glückwunsch an Niklas Multerer. Irgendwie entspannt. Also auch wenn es eng war, habe ich nie daran gezweifelt, dass das Ding in die Hose geht. Ich habe gesagt, entweder ich mach's oder ich mach's nicht. Also ich stand entspannt auf der Bahn und diesmal war eine richtig schöne Atmosphäre. Ich habe das Feedback vom Publikum sehr schön miterleben können. Das hat natürlich ungeheimlich motiviert. Gegeneinander gefochten, gemeinsam dafür gekämpft. Der Kraftakt zur 56. Auflage von einem der größten Degenfechtturniere Europas ist gemeistert. Teamsieg für den FC Grunewald und den Berliner Fechterbund.